wenn es so ist, dass diese Herausnahme der Kinder aus der Schule und damit auch aus deinem Haushalt hier in Italien zurück nach Deutschland basiert auf gefälschten Dokumenten, dann hat es im Grunde genommen keine Entführung deinerseits gegeben, der Kinder nach Italien, sondern es war eine Entführung von Italien nach Deutschland. Vor allem in dem Fall von, also diese Entführung Dann von ist Italien. die Entführung der Kinder von Italien nach Deutschland Ja. zumindest Folge einer Straftat gewesen, nämlich einer Urkundenfälschung oder eines gefälschten Dokumentes. Eine gefälschte Übersetzung ist auch Urkundenfälschung. Das war auch noch dazu gemacht, um diese Entscheidung zu erwirken. Ja. Damit das Gericht entscheidet, die Kinder müssen zurück. Und wie gesagt, um diese Und den einigen italienischen Ausweis her. Behörden kann man eventuell den Vorwurf machen, dass sie das nicht zur Genüge geprüft haben. Das habe ich auch schon gemacht. Die haben mir aber gesagt, dass die ganze Verfahren, die in diesem Rahmen von der Haagener Konvention, die mussten so schnell gehen, dass sie keine Zeit haben, alle genauen Übersetzungen zu prüfen. Ja. Gut, Ich bin also nicht da einverstanden. bin ich auch nicht mit Weil einverstanden, wir zerstören das Leben. damit wird vor allen Dingen die Rechtssicherheit zerstört. Ja? Wenn man sich hier auf Zeitmangel beruft, dass man so entscheidende Dokumente nicht gebührend prüfen kann, dann kommt es zu solchen Straftaten, sag ich mal, zu solchen Entführungen. Vor allem, solange die in Italien waren, wenn er nicht weitergemacht hätte mit dem Haftbefehl, ich habe, obwohl er Versuch anders darzustellen. Ich habe ihm nie verboten, dass die Kinder auch einen Vater haben. Du Ich hast wusste die natürlich. Kontakte nicht verboten. Absolut. Das meintest du damit. Ich habe Ja. auch nie schlecht über meinen Vater geredet. Ich Dazu sehe. wird man eines Tages vielleicht auch deine Kinder anhören. Wie ging es dann Es weiter? ging so weiter, dass, wie gesagt, der Kassationsgerichtshof hat entschieden, die Rückführung war ein Fehler. Jetzt muss dieser Prozess neu aufgerollt werden. Ja. Nur, das ist ein italienisches Problem, das Gesetz sieht so vor, solange das Gericht der ersten Instanz nicht gesagt hat, dass tatsächlich die Rückführung annulliert ist, trotz Entscheidung der höheren Instanz, wenn ich in dieser Zeit nach Italien gekommen wäre, hätten die mir meine Kinder nochmal weggenommen. Ja. Also ich durfte nicht nach Hause kommen Ja, okay. in diese Zeit, bis das Gericht der ersten Instanz gesagt hätte, okay, Kassationsgerichtshof hat entschieden, also die Rückführung ist annulliert, fangen wir jetzt wieder von vorne Gut, an. also im Grunde genommen wäret ihr gerne in Absolut. dieses zweite Zuhause Natürlich, zurückgekehrt. Das natürlich. wolltet ihr eigentlich, das wolltest Sofort. du, das Wir wollten die warteten Kinder. nur darauf. Und ihr habt jetzt nur auf ein entsprechendes Urteil gewartet, dass das auch legalisiert hätte. Kassationsgerichtshof hat den Beschluss über die Rückführung der Kinder annulliert. Rückführung der Kinder nach Deutschland. Ja, Ja, annulliert. annulliert. Gut. Aber, Sie hätten also nicht hier herausgenommen werden dürfen. genau, Das wollen wir mal feststellen, weil das wird unterschlagen in der immer, Berichterstattung, immer, die ja, wir über immer, deinen immer, Fall immer. aus den deutschen Medien zumindest hören. Das heißt, der Beschluss Kassationsgerichtshof und hat Befehl waren zwei verschiedene. sozusagen den Fall zurückverwiesen auf das ursprüngliche Gericht. Genau. Das Und dieser heißt Gericht, aber, das bedeutet nur, dass der Fall neu verhandelt werden muss. genau, Das bedeutet noch nicht, dass das Urteil aufgehoben doch, wurde. also das ist so, Kassationsgericht, weil prüfen muss, ob das Gesetz richtig umgesetzt worden ist oder Es nicht. war aber noch in Kraft, dieses Urteil. Deswegen, es kann nicht gleichzeitig in Kraft und aufgehoben worden sein. Deswegen habe ich annulliert gesagt. Der Befehl. Ne, annullieren heißt aufheben. Der Befehl, es ist so, es ist, ich sag doch, das ist ein italienisches Gesetz, das verstehen sogar die Juristen nicht. Aber wenn du hier zum Beispiel eine Laura Costa fragst, Ne, Sie kann sie haben dir es ganz also genau Sie haben es erklären. außer Kraft gesetzt, aber noch nicht aufgehoben damit. Der Fall ist ja zurückverwiesen Nein, worden. nein, nein. Cassato heißt annulliert. Das ist Cassato con rinvio. Und ich erkläre dir auch warum. Diese. Und trotzdem ist er noch rechtswirksam. Ja, weil. Moment. Dieser Kassationsgerichtshof kann nur prüfen, ob das Gesetz richtig umgesetzt worden ist.
So. Ob die vorangegangene Instanz korrekt gearbeitet hat. Genau, aufgrund der Dokumente, der hat. Ne? Ja. Also man kann, wenn man zum Kassationsgerichtshof hingeht, man kann keine neue Beweise oder Dokumente hinterlegen. Darf man nicht. Ne? So. Ja. Aufgrund von dem, was gewesen ist, rufen die, stimmt oder stimmt nicht. So. Ja. Und bei mir, die haben gesagt, dieser Vater scheint uns ein Umgangsrecht gehabt zu haben. Mhm. Und nur dieses Umgangsrecht hätte er verlangen können. Und nicht die Rückführung der Kinder nach Deutschland. Ja. So. Dann haben die geschrieben, die Kinder sind überhaupt nicht angehört worden. Dann haben die noch ein paar, so mehrere Gründe geschrieben. Mhm. Aber weil dieses ganze Verfahren in erster Instanz so schnell war, der hat, ich glaube, eine Woche gedauert oder niemals das, also wenige Tage gedauert. Da war so schnell. Ja. Und die haben mir auch keine Zeit gegeben, die Italiener, meine Dokumente da vorzulegen und so weiter. Null. Die waren nicht genug Material da. Ja. Damit das Kassationsgerichtshof was hätte mehr sagen können. Ja. Er hat gesagt, wir mussten prüfen, wer was bezahlt hat, wer was das gemacht hat. Ja, gut, da wollen wir nicht zu sehr in die Details gehen. Nur zu erklären, dann hat er diese Hausaufgabe an das Gericht der ersten Instanz zurückverwiesen. Gegeben. Ja, ja, ja. So, Beata? Anders gesagt, das Verfahren nach Haager Übereinkommen und wahrscheinlich Brüssel II-Regelung, vermute ich, wurde eingeleitet von der deutschen Seite. Genau. Es wurde ein Urteil auf einer falschen, mit falschen Voraussetzungen oder mit falscher Grundlage gefällt. Mhm. Dieser Urteil wurde aufgehoben, aber das Verfahren wurde nicht abgeschlossen. Das heißt, wir sind weiterhin im Verfahren, aber mit einem falschen Urteil. Mhm. Ja? Und ich musste warten, dass das Gericht der ersten Instanz sich den Fall wieder nimmt, richtig, einen Termin festmacht und so weiter. Also, ist es denn dazu überhaupt gekommen? Hat das Gericht diesen Fall bearbeitet, abschließend? Ich habe den Antrag gemacht, dass die das wieder, dass die, bitteschön, machen Sie das. Denn, haben Sie es denn gemacht? Ja, aber sie haben das Ende Oktober gemacht. Was, mit welchem Ergebnis? Moment, die haben Ende mit welchem Oktober, Ergebnis? Dass die auch eine Entscheidung schon fertig hatten, bevor das ganze Prozess angefangen hat. Das kann ich ohne weiteres behaupten. Nein, was ist denn nun das Ergebnis? Das war, die haben gesagt, nö, also wir hätten dann doch die Kinder sowieso nach Deutschland schicken müssen. Weil die haben gleichzeitig zwei Verfahren der Haagener Konvention aufgemacht. Also der Fall wurde an das ursprüngliche Gericht zurückverwiesen und die sind aber bei ihrem Urteil geblieben. Weil die zwei Verfahren gleichzeitig gemacht haben, was in Den Haag, ich habe Den Haag angerufen. Mhm. Die haben mir gesagt, das gibt es nicht, das haben wir noch nie sowas gesehen. Ja. Ich habe gesagt, ja, das habe ich, aber. Okay. Die haben also gleichzeitig damit, zwei Verfahren gemacht. Damit war aber aus italienischer Sicht die Herausnahme der Kinder aus Deutschland doch illegal. Letzten Endes. Ja. Letzten Endes, ja. Aber nur in dem Moment, wo du das gemacht hast, war es sozusagen in der Schwebe. Ja, das Problem ist folgendes. Die Kinder werden von Italien, das ist nicht nur in meinem Fall, das Problem, was wir in Italien haben. Mhm. Die Kinder werden von Italien ins Ausland geschickt. Mhm. Nach der ersten Instanz sofort rechtskräftig und mit Gewalt durchgesetzt. Ja. Immer. Ja. Nicht nur bei mir, immer. Mhm. So. Diese erste Instanz macht die Sache schnell und prüft die Übersetzungen nicht und so weiter und so fort. Also, dann, wir haben nicht die Möglichkeit, beim Oberlandesgericht oder so bei der zweiten Instanz zu gehen. Das ist unser Problem. Ja. Wir müssen direkt zum Kassationsgerichtshof gehen. Okay. Eine Frage noch. Nee, Moment, nur zum Verständnis. Das basierte ja auf einer fehlerhaften Übersetzung oder gefälschten Übersetzung. Macht nicht. Das spielt keine Rolle? Sag ich doch. Du kannst das nur... Wo willst du das sagen? Bei Kassationsgerichtshof? Nein, es wurde doch zurückverwiesen an die genau, erste Instanz. Da hätte man das doch vorbringen können. Also das, was ich versuche dir zu anders erklären. Gefragt. Wie war die Begründung, dass die im zweiten Prozess nach dieser Kassation, wie war die Begründung, dass die Kinder doch nach Deutschland herausgegeben werden sollten? Wie war die Begründung?
Also die Begründung war, dass inzwischen, weil das ist, was ich gerade erklären wollte, zwischen Erstinstanz und Kassation, das vergeht wenigstens über ein Jahr. Mhm. So. Mhm. Inzwischen, Deutschland hat die Kinder zurückgekriegt. Ja. Die Kinder, die da alleine ohne ausländische Elternteil sind, nur mit den deutschen Elternteilen. Also geben alle Rechte an den deutschen Elternteil. Ja. Klar, müssen die was machen, ne? Die Kinder sind da nur mit diesem Elternteil da. Mhm. Ja. Ja. Das heißt, der Vater hatte auf jeden Fall das alleinige Sorgerecht. Genau. Und dann, wenn ich dann nach dieser ganzen fast 2 Jahre zurückkomme, weil Kassationsgerichtshof war zurückverwiesen und so weiter und so fort, wo wir eigentlich neu aufrollen mussten, ja, lässt er ein zweites Verfahren aufmachen und er steht sowieso da als alleiniger Sorgerechtinhaber. Also, Marinella meint, mit der zweiten Prozesseröffnung hatte der Vater aber einen ganz anderen Status als vorher. Im ersten hatte, vermute ich, sie Aufenthaltsrecht und sie war vielleicht nicht alleine Sorgeberechtigte, aber er hatte nur Umgangsrecht, ja. Aber mit der Eröffnung des zweiten Prozesses, weil die Kassation sozusagen noch nicht an die erste Instanz zurückgekommen ist, hatte er ganz anderen Status. Er war der alleine Sorgeberechtigte. Und dann das ist es klar. Dann dazu muss ihm aber das alleinige Sorgerecht von irgendeinem Gericht, Gericht zugeteilt werden. Ja. Ja. Sofort, als die Kinder von Italien nach Deutschland gegangen sind, er hat sofort alle Rechte bekommen. Also man hat, waren super schnell. Das, ja, in so einem Fall geht das immer sehr schnell. Neue Tatsachen, ja. Und als alleine Sorgeberechtigter, es ist klar, dann darf er diese Hager Übereinkommen anwenden und dann müssen die Kinder zurückgeführt werden. Bei allein Sorgeberechtigter, das ist der Trick, das ist der juristische Trick. Und das ist, was ich hier geschrieben habe. Ja. Ich habe hier die italienische und die deutsche Ratifizierung der Hagener Konvention und von der Hagener Konvention verglichen. Mhm. Wenn man schon die Ratifizierungen liest, da merkt man, dass Italien sich super gut organisiert hat, um seine eigenen Kinder ins Ausland zu verschenken. Und dass Deutschland im Gegenteil sich sehr gut organisiert hat, die Kinder immer in Deutschland zu behalten. Auch wenn sie nach Deutschland durch eine Entführung gekommen sind. Mhm. So, warum machen die Italiener das? Ist das, das die devote Haltung gegenüber Deutschland? Oder? Ich weiß es nicht. Das sind nicht nur die Italiener. Ich kann vielleicht erklären. Also die Ahnung über die, den Hagen Übereinkommen in Brüssel 2 haben ganz wenige Richter in Polen. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht in Italien auch. Ja? Mhm. Und bis jetzt war der Rechtsstand so, dass nach der ersten Instanz, und ich vermute, war auch bei Marinella so, die Kinder sofort herausgeben müssen, bevor, auch wenn die Sache in die zweite geht. Das wurde in Polen geändert jetzt. Mhm. Ja? Die Kinder dürfen nach der ersten Instanz nicht herausgegeben werden, aber das ist neu in Polen, das ist neu. Ja? Ja, und ich vermute vielleicht da noch nicht, in Polen ist es geändert worden. Das könnte ein Beispiel sein für Italien. Richtig. Die machen das nicht. Die sind ganz stolz, dass sie das einzige Land sind, wo die Kinder sofort zurückgeführt werden. Ja, gut. Das heißt, das Verfahren läuft weiter. Die Kinder, die Frage ist, wer hier stolz darauf ist. Aber andere Frage, du hattest eine sehr kompetente Anwältin, die Laura Kossar. Mhm. Die zeigen wir gleich auch nochmal, die deinen Fall auch aus juristischer Sicht geradezu brillant dargestellt hat in einer Fernsehsendung. Mhm. Wenn es so ist, dass italienische Richter sich da nicht so auskennen, diese Anwältin kennt sich aus. So. Also gerade haben wir Laura Kossa erwähnt, die tritt im Fernsehen auf und erläutert deinen Fall, Marinella. L'accordo di separazione avrebbe dovuto mantenere questi bambini, ma non passava gli alimenti, quindi lei ha dovuto anche fare un procedimento esecutivo, ma diciamo questo è il meno, ma questo ha la sua importanza perché spiega il motivo per cui la signora Colombo venne in Italia. La signora Colombo venne in Italia perché era una manager in una grossa società tedesca, una signora laureata di una certa estrazione culturale e la sua società è stata comprata da una multinazionale per cui le è stato fatto un contratto. Ok, und was sie da vorträgt, wird Beata jetzt mal auf Deutsch übersetzt vorlesen. Ja? Marinella Colombo hat in Deutschland gearbeitet. Der Vater war sofort nach der Scheidung unterhaltspflichtig, er hat aber nie für die Kinder gesorgt.
Sie musste ein Vollstreckungsverfahren einleiten. Frau Colombo kam nach Italien, weil sie eine Managerin in einer großen Firma war. Die Firma, an der sie gearbeitet hat, wurde von einem multinationalen Unternehmen gekauft. Sie bekam einen neuen Vertrag. Sie hatte die Wahl zwischen zwei Niederlassungen. Mailand oder dem fernen Osten. Da sie Italienerin ist, entschied sie sich für Mailand. Zum Beweis, dass sie niemandem die Kinder wegnehmen wollte, beantragte sie bei einem deutschen Gericht die Erlaubnis, nach Italien zu ziehen. Ihr Antrag basierte auf der Freizügigkeit von EU-Bürgern und auf dieser Arbeitsmöglichkeit. Das deutsche Gericht entschied, dass das Recht, den Wohnsitz zu bestimmen, weder dem einen noch dem anderen gewährt werden konnte. Es verkündete ein Urteil, in welchem das Gericht einfach entschied, keine Entscheidung zu treffen. Frau Colombo verschob ihre Abfahrt, weil sie gegen das erstinstanzliche Urteil des Münchner Amtsgerichts in Berufung ging. Das Landgericht bestätigte die erstinstanzliche Entscheidung, also traf es auch keine eindeutige Entscheidung. Nach diesem Urteil fuhr sie nach Italien, weil sie nicht länger riskieren wollte, gekündigt zu werden. Außerdem, weil sie die Einzige war, die für die beiden Kinder sorgte. Sie wurde 20 Tage vor ihrer Abreise bei Interpol eingetragen. Man vermutete, die Frau könne das Recht des Vaters, die Kinder zu besuchen, das er in Deutschland hatte, beeinträchtigen. Diese Begründung findet man in den Akten. Interpol entschied nicht selbst, sondern nimmt die Entscheidung entgegen. Eine deutsche Behörde entscheidet, sie ersucht um die Auslieferung. Interpol führt die Entscheidung aus. Und der Vater? Er verlangt die sofortige Rückkehr seiner Kinder nach Deutschland. Er war nicht aktiv legitimiert, die Rückführung der Kinder zu beantragen, da er nicht für die Kinder sorgte. Er kümmerte sich gar nicht um sie, besuchte sie nicht, zahlte keinen Unterhalt. Also für mich ist es klar, ja, warum hier erklärt diese Rechtsanwältin, warum er praktisch nur Recht auf Antragstellung beim Umgangrecht hatte. Ja? Er hat sich um die Kinder nicht gekümmert. Du hast sie praktisch allein erzogen. Ja? Er hat weder Unterhalt gezahlt noch irgendwas für diese Kinder gemacht. Ja? Also es ist richtig, dass er Recht auf Umgang hat, was du gar nicht bestritten hast in und jede, gar nicht verwehrt in jede, hast. In ja? jedem Papier steht. Ja. Man und redet dann, von seinem Umgangsrecht. Ja, und dann musst du diese Kinder mitnehmen, weil du musst auch arbeiten, ja? Wenn du deine Kinder weiter ernähren willst. Und muss, ja, weil der Vater nichts tut, dann musst du auch deine Arbeit aufnehmen. Das geht nicht anders. Ja. Ja? Mhm. Und das ist der Trick. Da musst du die Kinder mitnehmen. Ja? Also, du lässt sie nicht alleine, wo er auch die auch keinen Unterhalt zahlt. Ja? Nee. Da nimmst du die Kinder. Es geht nicht nur um Unterhalt, aber die Gutachten, die in Deutschland gemacht worden sind. Ja, aber es geht darum, dass die Kinder zur Schule gehen müssen. Ja. Und das hat ja nichts zu verantworten. Das hast du zu verantworten. Das ist logisch. Ich nehme meine Kinder mit. Ja, ich nehme meine Kinder, weil sie müssen auch zur Schule gehen, sie müssen Essen bekommen und so weiter. Ja, ja, was meinten denn die Kinder dazu? Mitnehmen nach Italien? In Deutschland hatten sie bis dato gelebt. Was haben sie dazu gesagt? Die Kinder, die haben sogar im Gericht gesagt, dass sie nach Italien wollten. Aha. Die haben immer wieder gesagt. Also du hast genau gesagt, die waren hier in den Ferien oft, ja? Oder diese Wohnung kannten sie schon. Die sind halb Italiener. München, ja, Mailand, aber sie waren hier auch. Das zweite Zuhause gewesen, auf jeden Fall. 480 Kilometer, also das ist... Ja. Aber die waren öfter hier in dieser Wohnung, sie kannten alles, ja? Ja. Und das ist für mich logisch, du musst das machen. Also die haben dich richtig zappeln lassen, ja, so und so lange, bis du nicht mehr konntest, ja? Und das war der Trick. Mhm. Und dann nimmst du die Kinder, da wirst du der Entführung bezichtigt und das Gericht gibt dem Sorgerecht, dem Vater, ja? Und dadurch ändert er seinen Status. Ja? Ja. Und das ist logisch, dass die Kinder dann rechtmäßig nach Deutschland zurück müssen, weil er da sorgeberechtigt ist und nicht. Aber das ist der juristische Trick. Das ist der juristische Trick. Das ist der juristische Trick. Wo also, Deutschland sehr schnell sein kann und Italien sehr langsam ist, dann hat man in diesem Fall alles benutzt, diese Schnelligkeit. Also ich kann und ja daraus sagen, bezieht der Kindesvater dann auch die Berechtigung, öffentlich im Fernsehen zu sagen, die Kinder sind jetzt da, wo sie hingehören, in München. Ja gut, und da wie gesagt, da zeigt, was er für eine Haltung, für eine Meinung hat über seine Kinder. Scheinbar die Hälfte der Identität dieser Kinder, das existiert für ihn nicht.
diese italienische Identität der Kinder, das war nie gegeben für ihn, scheinbar. Also ich, das ignoriert er. Ich lege noch einen drauf. Stopp. Es ist eigentlich viel schlimmer, als der normale Mensch sich vorstellen muss, ja? Du beantragst rechtzeitig diese Zustimmung zum Umzug, ja? Das Gericht lässt dich richtig zappeln. Das deutsche Gericht. Bis du wirklich nicht mehr kannst, ja? Bis du richtig in eine ganz tragische Lage kommst, ja? Entweder die Arbeit oder die Kinder. Entweder die Arbeit dann keine Kinder oder die Kinder dann keine Arbeit, ja? Und dann lassen ja auch keine Kinder mehr. Die lassen sich ein paar Monate zappeln. Ja. Und dann, wo du wirklich nichts mehr kannst, dann bist du die Kindesentführerin. Ich sage noch eins, meine Geschichte ist bis zu diesem Punkt identisch. Ja. Ich hatte sogar schriftlich beim Gericht gesagt, ich übernehme auch die Reisekosten, wenn die Kinder nach München kommen zum Vater. Mhm. Also da besteht natürlich oder entsteht der Verdacht, dass das ganz einfach Methode ist. Ja, ja, da wird Politik gemacht. Es ist Methode. Und dann wird eine Propaganda, Medienpropaganda gemacht gegen dich, gegen mich in einer Zeitung und gegen Oliver Kara und dann andere Leute, um die Leute zu diskreditieren. Ja, ja. Das ist der nächste Schritt. Auch identisch ist, wie die Kinder angehört worden sind. Meine Kinder, die haben, als wir noch in Deutschland wohnten, immer wieder gesagt, wir wollen nach Italien. Die haben einen Bezug zu Italien, die fanden die Leute gut, die hatten Freunde hier und so weiter. Und sie sind Italiener. Die sind auch so lange gefragt worden, bis die überhaupt nichts mehr gesagt haben. Und in 2012 oder so, wo ich noch diese letzte Sache noch versucht habe, in Deutschland im Gericht, die haben überhaupt kein Wort mehr gesagt. Mhm. Und das Gericht hat gesagt, okay, weil die Kinder nichts sagen, das heißt, dass sie gut in Deutschland aufgehoben sind. Das ist doch genau wie bei Moritz, bei deinem Sohn. Er hat das glücklicherweise im Glück. Ja, er hat das genau bestätigt. Das und nachdem er gesagt hat, ja, ich war ein paar Mal gefragt, ich war genervt und ich sagte, mir ist es egal. Und danach hat er voll Kontakt zu mir verloren. Das hat er Wurde dann einfach so interpretiert, der Junge ist beim Vater besser aufgehoben. Ja, natürlich, weil der Vater Deutscher ist. Und in deinem Fall haben wir das Glück, hast du das Glück, dass dein Sohn mittlerweile fast volljährig ist. Ja. Einen klaren Verstand hat, beste Schulnoten und er kann sagen, wie das damals gewesen ist und was er durchgemacht hat. Ja. Das war also einfach öffentlich völlig falsch dargestellt, gezielt. Gezielt, mhm. Mit Vorsatz. Mit Vorsatz, diese Eltern. Die Eltern, die sich wehren konnten, weil wir haben die Bildung, ja, wir sind zwar Ausländer, aber wir sind gebildete Leute und wir können uns wehren, ja. Man hat versucht, uns auf diese, auf die nächste... Ausländer sind grundsätzlich nicht weniger gebildet als Deutsche. Und ihr gehört zu den Leuten, die den Mund aufmachen. Richtig. Ihr seid mündige Bürger. Jetzt mal abgesehen von der Nationalität. Ja, wir sind alle Europäer. Ja, und wir kämpfen hier für unsere Rechte. In die Nähe dieser einer kriminellen Bande zu stellen, ja? Man hat versucht. Die kriminelle Bande erfunden. Ja? Nein, ihr seid die kriminelle Bande. Ja. Ja, genau. So wollen sie es darstellen. Genau. Indem man Filme so schneidet, wenn man uns zu Wort kommen lässt, dass das so dann... Dass der Sinn ins Gegenteil verkehrt wird. Genau. Oder indem man uns nicht einlädt, während unsere deutsche Ehepartner oder... Also an dieser Stelle empfehle ich nochmal allen Leuten, die Behördenskandale oder ihre eigene Geschichte in öffentlichen Medien erzählen. Ja. Lasst eure Aufnahmegeräte mitlaufen, wenn ihr interviewt werdet, damit ihr hinterher nachweisen könnt, was und wie geschnitten wurde. Genau. Und auf jeden Fall der Beweis ist, wie gesagt, mein Ex-Mann, der ist sehr oft in Italien eingeladen worden, der könnte in italienischen Fernsehen reden. Ja. Ich nicht. Hat er nicht gemacht. Hat er gemacht. Er hat natürlich seine Version erzählt. Aber du wurdest in Deutschland nicht eingeladen. Okay. Der ist sogar hier gekommen, als ich im Gefängnis war. Und ich wusste es nicht, weil ich hatte gerade mit dem Staatsanwalt gesprochen. Mhm. Und als ich in meine Zelle zurückkam, das war das ganze Gefängnis total empört, weil die fanden, dass eine Person, die die Gelegenheit ausnutzt,
in Italien vorzusprechen, wo ich im Gefängnis bin. Und das heißt, wo du dich nicht verteidigen kannst. Das waren wirklich alle Letzten.